Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Heute an meiner Seite Martina Müller. Martina Müller ist Geschäftsführerin des Stadtmarketings hier in Schwerin. Und Schwerin hat sich ja eine Menge vorgenommen. Schwerin will zumindest mit dem Schlossensemble auch Weltkulturerbe werden. Und dazu gab es jetzt am 1. Juni eine denkwürdige Veranstaltung, den Weltkulturerbetag, zum ersten Mal. Ja, es ist ein Welterbetag in der Welt quasi. Also ich weiß gar nicht, ob er in der Welt oder zumindest in Deutschland aktiv auch betrieben wird von Welterbestätten. Ja, und auch wenn wir noch nicht Welterbestadt sind, hat der Verein Pro Schwerin aufgerufen, sich zusammenzuschließen. Also die ganzen Vereine der Stadt haben ein tolles Programm für Besucher zusammengestellt, was auch sehr schön angenommen wurde. Und wie gesagt, es geht darum, aktiv in diese Bewerbungsphase auch einzutreten. Und deshalb gab es natürlich auch das Mitmachen zu diesem Welterbetag am 1. Juni. Ja, haben Sie den Eindruck, dass Schwerin geschlossen hinter dem Anliegen steht, Weltkulturerbe zu werden? Also die damit mehr zu tun haben, auf jeden Fall, die brennen dafür, ganz voran natürlich Pro Schwerin, aber eben auch die Bürgerinnen und Bürger werden jetzt immer mehr auch darauf hingewiesen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, weil so viele Aktionen gab es ja auch diesbezüglich noch nicht. Es gab Vortragsreihen und Informationsveranstaltungen, aber ich denke mal, das kann noch mehr werden und deshalb wurde eben auch dieser Tag organisiert. Ja, Stadtmarketing macht ja mehr als Weltkulturerbe zu beantragen und das zu forcieren. Es geht ja letztendlich auch darum, Schwerin nach außen darzustellen, auf Messen, auf Veranstaltungen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Schwerin ein Besuch wert ist. Nun hatten wir ja hier die Bundesgartenschau. Die Bundesgartenschau war ein herrlicher Erfolg. Danach ging es wieder etwas runter mit den Zahlen auch. Wie sieht es aus? Was für Botschaften werden jetzt nach draußen gegeben? Warum sollten die Menschen Schwerin besuchen? Und wie kann man natürlich die Zahlen, die Besucherzahlen, auch die Übernachtungszahlen erhöhen? Ja, also zum einen muss man sagen, dieser Effekt nach einer Bundesgartenschau oder auch internationalen Gartenschau ist tatsächlich in jeder Destination der gleiche. Die Besucherzahlen sind rückläufig, weil es nun mal ein einmaliges Event auch für die Stadt oder Destination ist. Das haben wir auch erfahren und trotz alledem muss man sagen, im 5-Jahres-Schnitt gibt es eben die Steigerung nach oben. Es könnte immer mehr sein und diesbezüglich haben wir auch Unterstützung durch die Landesregierung erfahren, was jetzt die Auflage Kultur- und Gartensommer angeht oder Gartensommer für uns jetzt, was wir selber organisieren. Das ist eine schöne Veranstaltungsreihe, die eben dazu beiträgt, dass Schwerin als Reiseziel attraktiv ist und was wir ja alle uns auf die Fahnen geschrieben haben, was aber schwierig zu erreichen ist, die Aufenthaltsdauer in Schwerin zu erhöhen. Momentan liegt sie bei 1,8 Tage. Auch das ist normal für eine Städtedestination, aber wir haben eben ein ungeheures Potenzial mit der Natur, mit den Seen, mit den Reizen, die wir hier in und um Schwerin zu bieten haben, eben diese Aufenthaltsdauer zu erhöhen. Und folgerichtig wurde 2012 die touristische Entwicklungskonzeption ja übergeben an die Politik, an unsere Oberbürgermeisterin Frau Gramko. Und da sind wir gemeinsam dabei mit der IHK zu Schwerin, mit der Stadtverwaltung und wir als Stadtmarketinggesellschaft. Also jeder hat ein Handlungsfeld quasi übernommen, wo es darum geht, diese Dinge zu erarbeiten und noch weiter auszubauen halt, sei es jetzt die Seen wirklich erlebbar machen, dass die Destination Schweriner Seenland wirklich auch in den Fokus zu bringen, da eine Menge noch an Infrastruktur auch herzustellen, was nicht so ganz einfach ist, aber hier auch in der Altstadt eben Quartiersbildung und aber auch die touristische Marke Schwerin weiter voranzubringen. Und all das sind ganz wichtige Aufgaben für uns als Gesellschaft. Ja, wie wirkt das, wenn die Stadt dann, wenn die Politik dann so zum Beispiel mit der Bettensteuer kommt? Wie wirkt das? Fühlen Sie sich da in Ihrer Arbeit ein Stück weit torpediert? Also zum einen möchte ich richtigstellen, die heißt Übernachtungssteuer. Das ist unserer Stadtpolitik ganz wichtig. Ja, natürlich. Also ich glaube, wir sind alle überhaupt nicht glücklich mit der Übernachtungssteuer, dass es diese Entscheidung gegeben hat. Ja, war schlussfolgend aus der Tatsache heraus, dass wir eine Haushaltskonsolidierung in der Stadt fahren müssen. Also muss geguckt werden, welche Steuern können zusätzlich erhoben werden. Und dann gab es jetzt eben diese Übernachtungssteuer ab 6. Mai für alle
gebuchten Reisen ab diesem Datum, also wirklich die dann buchen. Also es ist nicht so, dass wenn jemand im letzten Jahr gebucht hat, dann von dieser Steuer betroffen ist. Also alle Buchungen jetzt ab 6. Mai sind davon betroffen. Und ich muss sagen, das ist nicht gut für Schwerin. Ich hätte mir eine andere Lösung gewünscht, eine generelle Landeslösung für Mecklenburg-Vorpommern, die es ermöglicht, alle auch ein Stück weit gleichzustellen. Denn das sehen wir ja auch, die Kurorte oder Tourismusorte, die eine Tourismusabgabe erheben, stehen ja ganz gut da. Und es wird ja auch wieder in den Tourismus, in die Infrastruktur investiert. Das können wir hier auch gebrauchen. Nur unsere Steuer ist eben nicht zweckgebunden. Ich glaube, da müssen wir nochmal mit der Politik verhandeln, dass wir das zumindest initiativ irgendwo darstellen können, dass das auch wenn es in den Haushalt fließt, doch ein Stück weit dem Tourismus an sich zugutekommt. Ja, also weil ja die Touristenorte ja auch von dem Hinterland wiederum profitieren. Wenn man an der Küste nichts zu tun hat oder wenn das Wetter schlecht ist, dann fährt man natürlich nach Schwerin. Und um natürlich Tourismus in Schwerin zu entwickeln, wäre natürlich eine Tourismusabgabe, die zum Beispiel Boltenhagen erhebt, ein Teil davon natürlich hier in Schwerin auch gut investiert. Ja, absolut. Also da wäre ich sofort dafür, denn das wissen wir auch. Also wir wünschen uns alle eine tolle Saison 2014. Das Wetter sieht ja auch danach gut aus. Aber trotz alledem wissen wir ja, dass wir gerade wir Städte auch ein Stück weit das Rückgrat dann bei Schlechtwettertagen sind. Und wir haben das in den letzten 3 Jahren mehr oder weniger erfahren dürfen. Also 2 Jahre zuvor war es extrem, wenn das Wetter schlecht ist. Dann ist auch die Küste sehr froh darüber, dass es Städte im Hinterland gibt, wo die Touristen eben hinfahren können. Es gibt hier in Schwerin jetzt auch eine private Marketinginitiative. Da haben sich Hoteliers und touristische Dienstleister zusammengeschlossen. Die haben signalisiert, sie wollen mit dem Stadtmarketing eng zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, nämlich nicht nur vielleicht eine Schlechtwettervariante zu sein für Touristen, sondern generell Übernachtungszahlen natürlich und Tourismus in Schwerin zu entwickeln. Wie hat sich das entwickelt und wie ist der Stand der Zusammenarbeit? Also wir begrüßen diese Initiative sehr. Man muss dazu sagen, dass das schon länger auch im Gespräch war, bis das dann tatsächlich sich jetzt, oder es befindet sich ja noch in Gründung, diese Initiative als Verein. Unsere Zusammenarbeit war sehr gut bislang halt und wird auch weiter ausgebaut. Anfangs waren es 14-tägige Treffen dort mit einem Beirat, also nicht alle Mitglieder, sondern eben ein Beirat, der delegiert wurde zu uns dort auch im Zusammenhang mit der Stadtverwaltung und eben uns als Gesellschaft. Dort sitzen wir dabei und wollen ja alle gemeinsam eine Steigerung der Tourismusintensität für die Stadt Schwerin erreichen. Und da gilt es natürlich auch, gemeinsame Dinge zu formulieren, herauszufinden auch, woran kann man gemeinsam arbeiten. Alle wissen eigentlich, ja, dass wir als Stadtmarketinggesellschaft ein sehr kleines Marketingbudget haben und darauf angewiesen sind, natürlich, wenn wir mehr machen wollen, dass wir natürlich auch Drittmittel bekommen und einwerben. Und deshalb begrüßen wir es ausdrücklich, dass diese Initiative sich gegründet hat und dass wir zusammen an einem Tisch sitzen und gemeinsam überlegen, wie wir die Stadt Schwerin, was den Tourismus angeht, noch weiter voranbringen können. Sie haben es ja bereits gesagt, Sie erhalten auch Unterstützung vom Land, zum Beispiel bei dem Kultur- und Gartensommer. Auf diese Veranstaltung wollen wir jetzt mal zu sprechen kommen und natürlich die Highlights für diesen Sommer nochmal auflisten, was natürlich auch der Schweriner und die Gäste hier in Schwerin erleben können in diesem Kultur- und Gartensommer. Ja, also das Heft ist ja prall gefüllt. Seit 2 Jahren sind wir unter diesem Dach Kultur- und Gartensommer. Wir selber als Gesellschaft organisieren die Veranstaltung des Gartensommers. Hinzu kommen die Partner eben wie das Kulturbüro der Stadt, das Theater mit seinen Schlossfestspielen, die Freilichtbühne, aber eben auch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und das Staatliche Museum. Und all das bietet einen hervorragenden Rahmen an Veranstaltungen für die Stadt Schwerin. Und Höhepunkt ist natürlich, habe ich es eben schon gesagt, die Schlossfestspiele, die jetzt demnächst beginnen, aber eben auch das Frühjahrserwachen zu Anfang der Saison war ein großer Höhepunkt und die Schlossgartennacht. Schlossfestspiele, was bietet das Theater Schwerin, was für ein Open Air dieses Jahr? Ich weiß es auch, Nabucco. Also ich glaube, es wird eine fantastische Inszenierung auf dem alten Garten und der Kartenverkauf ist hervorragend. Von daher weiß ich auch, ich habe gestern gerade mit einem Gast auch selber telefoniert, der ein Wochenende in Schwerin bleiben wollte und gar kein Zimmer mehr bekommen hat. Auch das ist natürlich schön, denn genau das brauchen wir ja, einen Wertschöpfungsprozess für die Stadt Schwerin und die Schlossfestspiele sind eben unser Aushängeschild.
Ja, ich blende es hier kurz mal ein, liebe Zuschauer. Hier haben Sie eine dicke Broschüre wirklich, wenn Sie weitere Informationen wünschen. Wir blenden Ihnen jetzt auch mal die Internetadresse ein, natürlich, wo Sie diese Informationen zu den Veranstaltungen kriegen. Aber es sind wirklich auch fantastische Veranstaltungen, auch etwas für die ganze Familie, wie zum Beispiel auch die Sommermärchen vom 15. bis 17. August. Was passiert da? Ja, das ist ein Mittelalterspektakel an der Siegessäule, also vis-à-vis des Schlosses. Eine ganz tolle Veranstaltung für Familien. Die Kinder können sich dort ausprobieren, können Spiele machen, Märchen werden erzählt natürlich. Also diese Veranstaltung ist auch ganz bewusst in die Ferienzeit gelegt und viele Ostseegäste, das wissen wir mittlerweile, kommen nach Schwerin an diesem Wochenende und besuchen das Sommermärchen. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, wirklich der Gartensommer, der Kulturengartensommer hier in Schwerin, reich gefüllt mit einem wirklich lukrativen Programm. Es geht den ganzen Sommer über bis in den August hinein. Es gibt ein Kabarettfestival. Es gibt natürlich die berühmte Schweriner Schlossgartennacht. Auch das ist schon Tradition. Frau Müller, haben Sie sozusagen ein persönliches Highlight? Dürfen Sie gar nicht haben, ne? Ja, also nein, es sind alle Highlights, auch wenn man immer von Highlights spricht. Das sind natürlich Höhepunktveranstaltungen, aber ich finde gerade dieser Mix, den Schwerin an Veranstaltungen zu bieten hat, also es ist für jeden etwas dabei. Und wenn ich an den Gourmetgarten denke im Schlossgarten, das ist eine wunderbare Veranstaltung, die dort entstanden ist mit Norbert Bosse, unserem Organisator zusammen, der sich die Gastronomiepartner eben aus der Region zusammengesucht hat und dort eine ganz tolle Veranstaltung rund um den Schlossgartenpavillon initiiert hat. Vielen Dank, Frau Müller. Wir haben es gehört, Frau Müller hat sich geoutet, sie ist Feinschmeckerin. Also wie gesagt, der Kultur- und Gartensommer, ein einziges Highlight hier für die Schweriner und die Gäste der Stadt. Kommen Sie vorbei, liebe Zuschauer, und vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön.